Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Matti Nykänen war der erfolgreichste Skispringer seiner Zeit und fiel dann tief. Urheberrecht Imago München. Matti Nykänen war einst der beste Skispringer der Welt, sein Name ist aber auch mit düsteren Exzessen verbunden. Sport 1 zeichnet sein bewegtes Leben nach. Trauer um eine Skisprunglegende. Der Finne Matti Nykänen ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Der große Rivale von Jens Weißflog dominierte in den 80er Jahren, seine Sportart fiel danach aber vor allem mit traurigen Exzessen auf. Nykänen verfiel dem Alkohol, geriet durch seinen Lebensstil in große Geldnot und versuchte diese unter anderem mit Auftritten als Sänger und Stripper zu beheben. Ein noch düstereres Kapitel seines Lebens, mehrere Verurteilungen wegen gewalttätiger Übergriffe auf seine frühere Ehefrau Mervi und auf einen Bekannten, den er 2004 mit einem Messer niederstach, was ein Gericht als versuchten Totschlag wertete. Sport 1 erzählt Nykänens bewegtes Leben in Bildern nach.